Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem Special-Video. Ja, hallo. Zu meiner Linken habe ich die Eva, beziehungsweise ich bin bei Eva in der Küche, weil sie mir eine Überraschung vorbereitet hat. Ja, du siehst sie schon, es ist ein Freakshake. Kennst du Freakshakes? Nein, aber es sieht einfach mega geil aus. Ich dachte, es macht dir bestimmt eine Freude. Ich habe Bilder davon im Internet gesehen und ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Es ist ein Milchshake, der so übelst verziert und so übelst groß ist. Und der einfach übelst geil ist. Ja. Ich bin mir sicher, es ist total gesund. Ja, und das mega. Geile, Eva, du hast, das ist einfach ja nur zu 90% aus Schokolade. Ja. Mega geil. Aus einem Donut, aus Sahne, aus Nutella. Aus Schokosoße. Also einfach nur die gesunden Richtig, Sachen. Ganz genau. Ironie und so. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, beziehungsweise an mich gedacht hast. Eva, auf deinem Kanal? Ja, da findet ihr das Rezept und wie ich das Ganze gemacht habe, also dieses Monster, diesen Freak. Und ja, schaut einfach mal vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie man sowas kreiert. Schaut euch da mal den Vergleich erstmal an. Das ist jetzt mein Handy. Okay, blöde Perspektive. Ich kann ihn ein bisschen drehen. Guck mal, wie riesig das Teil ist. Und wie viele Kekse da alleine drin sind. Alter, und es sind auch Kekse im Milchshake drin. Und da, okay, auch noch. Alles klar. Und Eis ist auch drin. Und Eis, okay. Donut, Cookies, Eis, Sahne, einfach das Beste vom Besten. Deswegen gibt es auch nur einen. Ah, geil. Das gefällt mir doch. Ja, ich bin nicht ganz so hundertprozentig sicher, wie man die Dinger überhaupt isst. Ich glaube, wir probieren es einfach mal aus. Ja, du hast jetzt einen Strohhalm reingesteckt, gell? Also das ist jetzt ein Milchshake. Ja, genau. Du kannst hier trinken. Okay. Ich habe auch noch einen. Dann... Ich gucke mal, ob ich durch das Loch von dem Donut auch noch mit reinkomme. Hau einfach mal rein. Okay, ich weiß gar nicht, wie ich... Ich lasse dir den Vortritt. Okay, ich nehme das einfach mal erstmal weg. Genau. So. Oh, du hast ja auch schon einen Cookie genommen. Mhm. Ist aber auch halb runtergefallen. Ja, ich schnapp mir auch ein. Die sind mit Nutella angeklebt. Und Nutella und die Scheinwerfer, das habe ich schon gemerkt, die vertragen sich nicht so hundertprozentig. Nicht wirklich, ne? Es rutscht immer ein bisschen weg. Also, ich muss sagen, das schmeckt richtig brutal. Du hast ja Cookie-Stücke drin, hast gesagt, ne? Das habe ich gerade schon rausgemerkt. Ja. Richtig gut. Also, ich kann, Freunde, ich kann euch empfehlen, geht auf Evas Kanal, macht es nach. Es lohnt sich definitiv. Mhm. Mh. Ja. Richtig cool. Ja. Ist auch eine Sache, die man sich gut teilen kann, bei allem, was da drauf ist. Ja, gerade auch bei der Portion ist das ja riesig. So ein halber Liter. Was soll ich noch dazu sagen? Also ehrlich gesagt, ich bin sehr, sehr, was heißt positiv überrascht. Es sieht schon erstmal Bombe aus. Es Dankeschön. Schmeckt auch richtig gut. Dankeschön. Und jetzt habe ich gerade mega Bock auf einen Donut. Nimm ihn dir. Sollen wir uns den irgendwie... Sollen wir ihn abziehen? Ich drück hier rein, du drückst den einmal durch zieh ihn raus. Okay. Geil. So. Dann. Schnapp ihn dir und dann brechen wir ihn. Yes. So in der Mitte auseinander drehen. Oh, ich hab, Hauptsache, ich habe keine Sahne. Ey, das ist hast so. Du zu wenig Sahne bekommen. Guten Appetit. Alter. Das ist so cool. Mm. Das ist einfach so viel von allem. Mm. Definitiv ist das Foodporn. Das ist richtig. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Nee. Ich bin einfach geflasht. Ja. Ich bin von meiner eigenen Kreation geschockt. Wie lange hast du das dafür gebraucht? Keine 10 Minuten. Keine 10 Minuten? Keine 10 Minuten. Krass. Das längste war wirklich die Dekoration hier außenrum. Mhm. Dann den Shake gemacht. Oben Sahne drauf, dann den Donut. Noch ein bisschen Sahne auf den Donut drauf. Strohhalm reingesteckt. Also wirklich eine schnelle Sache. Eine schnelle Sache und richtig lecker. Mhm. Viele Kalorien. Mhm. Ja, mega. Ich kann mir das super gut vorstellen, irgendwie auf Geburtstagen und so als Nachtisch oder generell, ne, weißt du? Ja. Wenn das so schnell geht. Ja, man kann natürlich auch verschiedene Varianten machen. Man kann hier Smarties drumherum kleben, M&Ms. Alles Mögliche. Es ist einfach nur so total übertrieben. Also alles, was das Herz begehrt. Alles, was das Herz begehrt. Ah, super. Ja, wow. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben, also auch generell einen Daumen nach oben für Evas Kreation. Dankeschön. Wie gesagt, ich muss mich wiederholen, schaut euch das mal an auf Do It Yourself Back and Koch Club. Genau.
Koch- und Backclub, schaut bei mir vorbei. Oh, verdammt. Entschuldigung, Koch- und Backclub gibt natürlich auch einen Link hier und ja. Genau, unten in der Beschreibung. Vielen Dank, Eva. Danke schön, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du das überhaupt gemacht hast. Ja, willst du noch? War ja schon gelungen. Definitiv. Willst du noch die letzten Worte haben? Ja, wow. Ich bin selbst total begeistert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Natürlich total übertrieben, der Freakshake, aber so soll es sein. Freakshake. Ja, das ist gut. Mal gucken, was Kahn sagt, wenn er die Fotos zeigen, wenn er das Video sieht. Ja, Kahn kriegt davon nichts ab, würde ich sagen. Den gönnen wir uns jetzt. Ja. Und dann würde ich sagen, lasst uns ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und tschüss. Ciao.